Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich möchte euch einen Kanal vorstellen. Ein Kanal, wo ich persönlich die Person sehr, sehr lange schon abonniere. Ich bin sehr großer Fan von ihm und David Holy hat vor 7 Stunden ein neues Hörspiel rausgebracht. Ja, ich höre Hörspiele und Hörspiele zum Spielen, beim Autofahren, beim Zugfahren, Fliegen, Einschlafen, so ziemlich überall, wo man sich ein Hörspiel irgendwo reinpfeifen kann. Das neue Hörspiel von David Holy, vor 7 Stunden hochgeladen. Deutsche sagen, erster Teil, extrem gut, ist ein extrem gutes Hörspiel und wir wollen uns zusammen ein David Holy, ein Klassiker von ihm anhören und zwar Dr. Faust. In der Zeit werde ich ein bisschen mit euch Dauntless spielen und werde ein bisschen in meinem Level weiterkommen und die paar Sachen noch machen, die ich noch machen möchte. Ihr verdammten Seelen, ihr gefallenen Engel, ihr Dämonen der Tiefe, verneigt euch vor dem König der Hölle. Dem Fürsten der Finsternis. Der großen Schlange, Lucifer. Hoch Lucifer! Hoch Satan! Hoch Lucifer! Hoch Lucifer! Schon gut, schon gut. Überspringen wir das Zeremoniell. Überspringt das Zeremoniell für den gefallenen Engel. Es reicht. Überspringt das Zeremoniell für den Bringer der Sünde. Überspringt das Zeremoniell für... So, Ruhe. Also, meine Untertanen. Ich möchte mal wieder ein paar Erfolge sehen. Was habt ihr so gemacht, damit die Welt ein wenig schlechter wird? Ich habe eine gute Geschichte. Lass hören, Lilith. Ich habe mir einen Priester verführt. Nicht gerade neu. Ja, aber es wird euch gefallen, wie ich es angestellt habe. Er hatte gerade eine Predigt gehalten, in der er seinen Abscheu über die Sünde kundtat. Die Sünde und alle Sünde. Verstehe. Ein Fall von Superbia. Genau. Hochmut. Er war sich so sicher, dass er gegen jede Versuchung gefeit sei, dass ich ihn nach der Messe gleich mal besucht habe. Getarnt als armes, unschuldiges Mädchen, das ganz angetan war von seinen großen Worten. Das ließ der feine Herr sich gefallen. Auf mein Bitten kam er dann gleich mit mir nach Hause, um mir da weiter zu erklären, wie man sich vor der Sünde schützt. Ich schätze, das lief dann aber anders. Oh ja. Kaum waren wir hinter verschlossenen Türen, zeigte ich ihm mal, dass auch ich so einiges über die Sünde weiß. Nun lechzt er nach mir und ich kann ihn um den Finger wickeln. Ich weiß noch nicht, was ich genau mit ihm mache, aber... bestimmt kann er mir ein paar interessante Beichtgeheimnisse seiner Schäfchen erzählen. Ein Pfaffe, der sich der Selbstgerechtigkeit und der Lust hingibt. Immerhin ein Klassiker. Naja. Hat sonst jemand etwas Interessantes? Oh, ich habe große Pläne. Nun, Urian? Ich habe mich mit Beelzebub, dem Herrn der Fliegen und des Ungeziefers, zusammengetan. Nebenbei. Wieso ist er eigentlich gar nicht hier? Der riecht mir etwas zu streng. Dessen Berichte lasse ich mir lieber schriftlich geben. Verstehe. War auch vor allem mein Plan. Jedenfalls bauen wir gerade mal wieder an einer richtig schönen Pestepidemie. Ja? Und dann? Dann sterben die Menschen wie die Fliegen. Und dann? Dann geht es allen mies und vielleicht verzweifeln ein paar von ihnen und verlieren sogar ihren Glauben. Und andere opfern sich auf, den Kranken zu helfen und werden vielleicht sogar heilig gesprochen. Toller Plan. Naja, aber in der Not, da frisst unser einer Fliegen, nicht? Du übertreibst es irgendwie mit dem Fliegenmotiv. Mephisto, hast du nicht was Originelles? Ich denke, das kann ich wohl sagen. Lass hören. Wie ihr wisst, war ich mal wieder oben. Also,
ganz oben. Ich verstehe nicht, wieso du dir das immer wieder antust. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur an den selbstgerechten Alten da oben denke. Jeden Tag möchte ich ihn auch nicht um mich haben, aber von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten ganz gern. Jedenfalls hatte er gerade wieder mal seine Erzengel um sich versammelt und sie erstatteten ihm Bericht. Darüber, wie sie ihm die Schuhe geputzt haben. Hey, ja, genau. Jedenfalls hörte ich mir ihr übliches Jauchzen und Frohlocken über all ihre großen Werke an. Dann irgendwann wandte sich der Herr selbst an mich. Nun, Mephisto, hast du auch etwas beizutragen? Puh, also bisher ist das alles nicht allzu aufregend. Nicht aufregend? Rühren ihre Berichte dich denn gar nicht? Wenn ihr so direkt fragt, mein lieber Herr der Himmel, eigentlich nicht. Ich hätte mir denken können, dass dich Geschichten über Selbstlosigkeit und Nächstenliebe nicht allzu sehr interessieren. Oh, das ist es nicht. Mir fehlt bei diesen Geschichten nur meist irgendwie der Pfiff, die besondere Herausforderung. So? Ja. Irgendein armer Tor wird Mönch und verwendet sein Leben darauf, den Armen und Kranken zu helfen. Ist ja nett von ihm, aber was hätte er denn sonst tun sollen? Selbst arm und krank sein? Gib einem Mann die Macht zu wählen und er entscheidet sich für meine Seite. Du übertreibst. Ich kann dir gern ein paar gute Grafen, Ritter und sogar Könige zeigen. Nein, danke, kein Bedarf. Natürlich gibt es jede Menge adliger Dummköpfe, die glauben, ihrem Familiennamen ein paar Nettigkeiten zu schulden. Die ihr Leben lang treu doof, nie auch nur auf die Idee kommen, mal eine hübsche Bosheit zu begehen. Aber dass manche Leute zu blöd zur Sünde sind, ist nicht wirklich ein Argument für eure Seite. Dann werden wir doch mal konkret. Sagt dir der Name Faust etwas? Johann Faust? Heinrich Faust. Der Doktor? Doch, von dem habe ich gehört. Dann sieh dir mal an, was er so treibt. In seinem Land wütet die Pest, die einer deiner Kollegen verbreitet hat, und Faust bekämpft sie, Tag und Nacht. Er weiß, dass er sich jederzeit anstecken könnte. Er weiß auch, dass er sich einfach zurückziehen und alles seinen Gang gehen lassen könnte. Doch er tut es nicht. Du wirst kaum behaupten können, er sei nur zu dumm, es anders zu machen. Wenn ich es nur versuchen würde, würde ich den auf meine Seite kriegen. Er würde sich sicher für dich interessieren, aber letztlich würde er doch in mein Reich eingehen. Wollt ihr darum wetten? Mephisto. Genau, wir wetten. Ich werde auf die Erde hinabgehen und ihm ein Angebot machen. Und wenn er mir dann in die Hölle hinabfolgt, werden wir ja sehen, wie stark das Gute wirklich ist. Das nenne ich wirklich mal gewagt. Und dazu sind wir nur wegen meiner schönen Pest gekommen. Wenn es mir gelingt, den Faust zu bekommen, dann können wir das dem Alten bis zum jüngsten Gericht vorhalten. Ja, doch, gefällt mir. Also dann los, Mephisto. Suche diesen Doktor Faust auf und zeige ihm die Freuden der Sünde. Zeige dem da oben, dass wir seine Menschen besser verstehen, als er es tut. Das werde ich. Faust wird den göttlichen Funken verfluchen und sein Niedergang wird unser Triumph sein. Genau! Erniedrige, was hoch an ihm ist! Staub soll er fressen und mit Lust. Thank you.
Ihr seht so niedergeschlagen aus, Herr Doktor. Wir haben die Pest im Land. Das hebt nicht gerade die Laune. Natürlich, aber erfreut es euch denn nicht zu sehen, wie sehr ihr den Menschen helfen könnt? Der Mann da drinnen zum Beispiel. Als wir das erste Mal da waren, hätte ich ihm nur noch einen Priester bestellt. Ihr aber habt ihn auf den Weg der Besserung gebracht. Ach, Wagner. Einen kann ich retten. Und währenddessen sterben 3 weitere. Ohne euch wären es 4. Ja, aber warum? Was tue ich denn schon groß? Ich halte die Leute sauber und bei Kräften. Verhindere, dass irgendein Quacksalber ihre Pestbeulen aufsticht. Und dann drücke ich nur noch die Daumen. Das ist eben alles, was wir tun können. Eben. Alles, was wir tun können, ist im Grunde zusehen und abzuwarten, wie die Welt ihren Gang geht. Aber ich will mehr wissen. Ich will wissen, wie die Pest sich ausbreitet, wo sie herkommt, wie sie wirkt und wie der Mensch selbst funktioniert. Nur Geduld. Die Forschung schreitet ständig voran. Schreitet? Sie kriecht. Ich habe mein ganzes Leben der Forschung und der Wissenschaft gewidmet. Ich habe studiert, was man nur studieren kann. Medizin, Philosophie, Juristerei und leider auch Theologie. Und was weiß ich nun? Nur, dass ich nichts weiß. Und gehabt habe ich auch nicht viel vom Leben. Viele Menschen würden euch um euer Wissen beneiden. Und ich beneide viele Menschen um ihre simplen Freuden. Während ich bis in die Nacht den Aristoteles gelesen habe, haben sich meine Kommilitonen in der Wirtschaft vergnügt. Damals hielt ich sie für Narren. Heute merke ich, dass sie zumindest was von dem Abend gehabt haben. Ich kann nicht glauben, was ich höre. Dass euer alter Meister Faust auch nur ein Mensch ist? Ja, Wagner, das ist er. Dann gönnt euch doch nun etwas Ruhe. Ihr habt euer ganzes Leben gelernt und geforscht. Nun sucht euch etwas Vergnügen. In meinem Alter? Soll ich tanzen gehen, bis mir nach ein paar Minuten die morschen Knochen brechen? Mich betrinken, bis beim zweiten Humpen meine Leber versagt? Oder soll ich mir gar eine Frau suchen und sie mit meiner vertrockneten Manneskraft erheitern? Nein, dafür ist es zu spät. Aber es muss doch etwas geben, was euch Freude bereitet. Es gab für mich immer nur eine Freude: Wissen zu erlangen. Doch die großen Wahrheiten habe ich nie gefunden. Ich wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich fand dann nur die Auseinandersetzungen von Schwätzern, die es auch nicht wussten. Wisst ihr was? Ich glaube, ihr seid nur erschöpft von der Arbeit. Gehen wir heim, essen ein warmes Mahl. Und danach habt ihr die trüben Gedanken vergessen. Zumindest das Vergnügen bleibt mir in meinem Alter noch. Eine Sinnkrise, genau dann, als ich sie brauche. Armer Dr. Faust, mir scheint, du bist eine Frucht, die reif ist, vom guten alten Mephisto gepflückt zu werden. Was sagt ihr, Doktor? Fühlt ihr euch nach diesem Mal nicht schon besser? Naja, aber danke, Wagner, für die Versuche, mich aufzuheitern. Nun möchte ich noch etwas lesen, bevor ich dann auch schlafen gehe. Tut das. Lest doch vielleicht mal etwas leichtere Literatur. Vielleicht gibt euch das die gute Laune zurück. Mal sehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Doktor. Was habe ich mich ihm gegenüber nur so verquatschen müssen? Dieser trockene Schleicher versteht doch eh nicht, was in mir vorgeht. Was war das? Hallo, Dr. Faust? Was tut ihr um diese Uhrzeit an meinem Fenster, junge Frau? Verzeiht, wenn ich euch gestört habe. Erinnert ihr euch noch an mich? Lasst mich überlegen. Macht euch keine Mühe. Ihr habt meinen Vater vor einiger Zeit von der Pest geheilt. Ja, freut mich. Da wollte ich euch nur danken und euch das hier geben. Was ist das? Das Buch hier hat mein Vater irgendwann mal im Gerümpel gefunden. Ihr wisst, wir sind einfache Leute und mit dem Lesen haben wir es nicht so.
Jedenfalls dachten wir uns, vielleicht könnt ihr ja damit etwas anfangen. Mal sehen. Ich danke euch jedenfalls vielmals. Das sieht ziemlich alt aus. Von den Dämonen und wie man sie beschwört. Kind, das ist ja ein Zauberbuch. Hä? Wo ist sie hin? Sie war doch eben noch an meinem Fenster. Moment mal. Mein Fenster liegt doch im ersten Stock. Was geht hier vor? Hat es funktioniert? Wie am Schnürchen. Aber warum der Aufwand? Warum bist du nicht einfach hingegangen und hast ihn angesprochen? Ich mach das immer so. Lilith, meine Liebe, deine Direktheit ist wirklich rührend. Aber hier geht es nicht um einen dummen Bauern, den du für dich gewinnst, indem du für ihn das Mieder öffnest. Das hat bisher aber immer gut funktioniert. Beim Blick in dein entzückendes Dekolleté zweifle ich nicht daran. Aber hier muss man mit Feingefühl herangehen. Der Doktor wird es nicht mögen, wenn er das Gefühl hat, wir würden uns ihm anbieten. Um ihn zu gewinnen, wird er glauben müssen, er sei es, der etwas von uns will. Und du glaubst, er schluckt den Köder? Ohne Frage. Ich meine, er befindet sich in einer Krise. Er weiß nicht, was er tun soll. Und da geschieht das kleine Wunder an seinem Fenster. Der Mann ist Forscher. Er wird diesem kleinen Rätsel nicht widerstehen können. Und die Anleitung zur Lösung haben wir ihm ja direkt in die Hand gegeben. Wie man einen Nachzehrer erschafft. Hexensalbe. Freikugeln. Ach, Heinrich, wie weit ist es mit dir gekommen? Da widmest du dein Leben der Wissenschaft, um dich nun auf deine alten Tage der Magie zu ergeben. Wenn Wagner dich jetzt sehen könnte. Hier findest du Antworten. Andererseits, die Wissenschaft hat mir keine Antworten gegeben. Die Magie wird es. Vielleicht sollte ich es einfach wagen. Was habe ich zu verlieren? Tu es. Ja. Dreimal ja. Oder, wie ich jetzt wohl sagen sollte, in drei Teufelsnamen ja. Ich habe die Mittel der Wissenschaft ausgeschöpft und nun wechsle ich das Werkzeug. Ich kenne die Gesetze der Menschen. Nun will ich auch die Gesetze der Geister erforschen. Ist geschlossen. Die Runen intakt. Ich habe die Kerzen aufgestellt. Das Siegel liegt bereit. Alles ist so, wie es sein sollte. Alles so, wie es sein sollte. Ja. Dann frisch ans Werk, Heinrich. Es ist an der Zeit zu beginnen. Klaatu, Barado, Nikto. Geist der Hölle, zeige dich mir. Ich flehe eratmend, dich zu schauen. Deine Stimme zu hören, dein Antlitz zu sehen. Neig dich dem mächtig Seelenflehen. Ich, Dr. Heinrich Faust, rufe dich. Lichter flackern. Rauch steigt auf. Es hat funktioniert. Du hast mich gerufen, Heinrich. Hier bin ich. Vorsicht mit den Hörnern. Was? Oh, meine Alchemieausrüstung. Du hast den Kreis auch verdammt nah am Regal gezogen. Weißt du nicht, dass man für eine Beschwörung Platz braucht? Am besten macht man das draußen. Ich weiß, aber mein Rücken mag die kalte Nachtluft nicht. Du hast noch Glück.
Hättest du meinen Kumpel Leviathan beschworen, läge deine ganze Einrichtung in Trümmern. Ich sag dem schon seit dem Untergang Roms, er sollte mal abnehmen. Und ihr seid, lasst mich raten, Asmodis. Fast! Ist ein guter Freund von mir. Ich bin Urian, Herr der Hexen. Ah, schön, schön. Ja. Du hast mich also beschworen. Da bin ich. Und nun? Ja, ich muss gestehen, weiter habe ich noch gar nicht gedacht. Macht überhaupt nichts, Heinrich. Ist beim ersten Mal sicher verwirrend, was? Aber keine Angst, ich habe das 1000 Mal gemacht. Ah ja. Dann überlegen wir doch mal, was wir dir Gutes tun können. Du bist so ein Streber, nicht? Wissenschaftler. Von mir aus. Der Teufel steckt ja nicht im Detail. Aber euch Leute kenne ich und ich habe, was du suchst. Ich bin gespannt. Ich präsentiere der Stein der Weisen. Er ist auf einmal in eurer Hand erschienen. Wie macht ihr das? Ist doch egal. Es interessiert mich aber. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass das Magie war. Aber während ich dafür Beschwörungen vollziehen muss, könnt ihr es einfach so. Wie geht das? Keine Ahnung, ist halt so. Willst du nicht lieber wissen, was der Stein so kann? Na gut. Mit diesem Stein kannst du jedes Metall, ob Stahl, Eisen oder Blech, in Gold verwandeln. Ich zeig es dir. Gib mir was aus Metall. Geht der Löffel hier? Der tut's. Nun, pass auf. Ich tippe da nur einmal mit dem Stein gegen. Und schon ist ein billiger Teelöffel zu purem Gold geworden. Beeindruckend. Nicht wahr? Könnt ihr mir das mal näher erklären? Was gibt's da zu erklären? Einfach antippen und fertig. Ja, aber wie macht er das? Er muss irgendwie die Gabe haben, die molekulare Ebene umzustrukturieren. Oh, ja, genau das wollte ich gerade sagen. Und diesen schönen Stein kannst du haben, wenn du mir einfach nur deine Seele überschreibst. Moment mal, ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Ich möchte wissen, wie der Stein funktioniert. Wen kümmert das? Er funktioniert eben. Ihr bietet mir einen Handel an, den ihr selbst nicht einmal ganz versteht? Ist doch nicht wichtig, wie man Blei zu Gold macht. Hauptsache, man macht's. Und dann? Dann habe ich Reichtümer ohne Ende und komme nicht mal dazu, sie auszugeben, weil ich mir den Kopf zerbreche, wie das alles funktioniert. Du hast echte Luxusprobleme. Tut mir leid, aber so kommen wir nicht ins Geschäft. Mir recht. Wäre ja noch schöner, bis in alle Ewigkeit deine Seele am Hals zu haben. Na, das war ja jetzt recht ernüchternd. Ich hätte gedacht, höhere Wesen hätten irgendwie auch einen höheren Horizont. Oh, bitte, beurteilt uns nicht alle nach diesem groben Klopf. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Für euren ersten Versuch mag euer Zauber ja ganz eindrucksvoll gewesen sein, aber ihr habt uns zwar die Tür geöffnet, sie hinter meinem Freund Urian jedoch nicht wieder verschlossen. Keinen Schritt näher. Siehst du das hier? Oh, das Siegel Salomos. Wie ich sehe, seid ihr zumindest gut ausgerüstet. So ist es. Die Macht des Tetragrammatons bezwingt dich. Würde es euch etwas ausmachen, das Ding wegzulegen? Ihr habt mich ja weidlich schwitzen lassen, aber ich bin doch nur hier, um zu reden. Ich weiß nicht. Nun komm schon. Ihr habt die Hölle gerufen, sie hat geantwortet, nun redet auch mit ihr. Ich traue euch zwar nicht ganz, aber ich bin immerhin Jurist. Da kenne ich eure Sorte. Na also, gestattet, dass ich mich vorstelle. Mephistopheles ist mein Name. Mephisto für meine Freunde. Und was genau ist euer Bereich? Fliegengott? Verderber? Lügner? Nicht doch. Ich habe dazu einen hübschen kleinen Reim vorbereitet.
Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Das ist auf jeden Fall schon mal besser vorgetragen als von eurem Kollegen eben. Der gute alte Urian ist eben mehr auf einfache Kunden ausgerichtet. Darum auch das ganze Brimborium mit Pferdefuß und Hörnern. Die Riesendinger haben mir meine halbe Werkstatt zerlegt. Sind eben genau richtig, wenn man irgendwelche Jugendlichen möchte gern Hexen beeindrucken will. Hier aber natürlich völlig fehl am Platz. Aber zum Geschäft. Was kann ich für euch tun? Das ist etwas schwer zu beschreiben. Und ich kenne die Geschichten. Ich weiß ziemlich gut, wie gern eure Sorte einen hereinlegt, wenn man sich beim Pakt nicht präzise ausdrückt. Das kann ich so zurückgeben. Ihr sagtet selbst, ihr seid Jurist. Jedenfalls, ich habe mein Leben der Forschung gewidmet. Aber wozu? Sieh mich an. Ich bin alt und grau. Und ich habe doch nichts Wirkliches herausgefunden. Ich will die wahren Wunder der Schöpfung kennenlernen. Die Geheimnisse des Kosmos. Da muss ich euch gleich mal bremsen, lieber Doktor. Himmel und Hölle sind euch Menschen leider verschlossen, solange ihr lebt. Da kann auch ich nichts machen. Aber zumindest langfristig kann ich euch die Hölle zeigen. Dafür, dass ihr meine Seele wollt, habt ihr irgendwie recht wenig zu bieten. Jetzt zieht doch nicht gleich so eine Miene. Ist doch nicht so, als wenn ich gar nichts vorweisen kann. Zieht euch doch mal um. Ihr entdeckt gerade die Magie. Was glaubt ihr, was ich euch da alles beibringen kann? Noch mehr studieren? Noch mehr lernen? Keine Sorge, das wird bestimmt nicht so trocken wie eure bisherigen Fächer. Schaut, ich mache mal etwas Unkonventionelles und biete euch einen Schnupperkurs. Einen Schnupperkurs? Ja, kein mit Blut geschriebener Pakt, bei dem ich irgendeine bestimmte Sache machen muss und dann irgendeine Spitzfindigkeit einbaue, dass ich eure Seele bekomme. Nein, ich werde einfach euer Diener und zeige euch, was die Magie so kann. Wenn es euch nicht gefällt, was ich zu bieten habe, dann sagt ihr einfach, verschwinde und ich bin weg. Und im Gegenzug? Wenn es euch gefällt, bleibe ich bei euch. Und wenn wir uns drüben wiederfinden, seid ihr dann im Gegenzug mein Knecht. Und wenn ich euch mein ganzes Leben für mich schuften lasse, um dann auf dem Sterbebett zu hauchen, ihr sollt gehen? Dann kriege ich nichts und ihr habt im Himmel eine gute Geschichte zu erzählen. Also gut, wenn ihr es schafft, mich zufriedenzustellen, dann ist es mir recht, dafür zur Hölle zu fahren. Deine Hand drauf, Heinrich. Was wollen wir in diesem furchtbaren Wald? Du hast gesagt, du wolltest mir Wunder zeigen, keinen billigen Jahrmarktsgrusel. Nur Geduld, wir sind unterwegs zu einer guten Bekannten. Die wird dich etwas frisch machen. Frisch machen? Hast du mal in den Spiegel geguckt, alter Mann? Mit so einem Greis wie dir ist schlecht auf Abenteuer gehen. Bevor wir loslegen, bringe ich dich erstmal in ein brauchbares Alter. Das geht so einfach? Wie gesagt, Magie. Da vorne wohnt sie auch schon. Guten Abend, Alte. Was? Wie könnt ihr es wagen, mich um diese Zeit zu belästigen? Verschwindet, bevor ich euch in Kröten verwandle. Sagtest du nicht, sie sei eine gute Bekannte? Ich sagte nicht, sie sei eine kluge Bekannte. Ihr seid ja immer noch da, Lumpenpack. Was nimmst du dir raus, du Gerippe, du Scheusal? Erkennst du mich nicht? Erkennst du nicht die Hahnenfeder an meinem Hut, dämliche alte Schachtel? Oh, Herr, verzeiht. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr seht so anders aus. Das ist allerdings wahr. Dabei stand euch der Pferdefuß doch so ausgezeichnet.
Weißt du, auch ein Teufel muss mit der Zeit und Mode gehen. Hörner, Schweife und Klauen haben in der heutigen Geschäftswelt nichts zu suchen. Verstehe. Was verschafft mir die Ehre eures Besuches? Mein nervöser Freund hier. Guten Abend. Ich will ihm ein wenig die Welt zeigen, aber dafür sollte er doch wieder etwas zu Saft und Kraft kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Oh ja, nur zu gut. Welches Alter soll's denn sein? Irgendwelche Wünsche? Was? Na, sagen wir mal Anfang 30, gute Figur, volles Haar, du weißt schon. Oh, und wie ich das weiß. Bitte wartet einen Moment. Was braut die Alte da? Sieh nicht so genau hin. Das Rezept ist nicht allzu appetitlich, aber allzu wirksam, glaub es mir. Du musst verstehen, aus 1 macht 10. Und 2 lass gehen. Und 3 mach gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex. Mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen-Einmal-Eins. Was in aller Welt faselt sie da? Ein paar hübsche, vollkommene Widersprüche. Eine schöne Sache, die für Kluge wie für Toren gleich geheimnisvoll klingt. Auch das müsstest du kennen. Bist doch auch Theologe. Ja, leider. So, und damit ist der Trank auch fertig. Bitte schön, der Herr. Was soll ich damit? Warum hast du es wohl Trank? Nur frisch hinunter. Aber er kocht doch fast noch. Du bist mit dem Teufel, du und scheust etwas Hitze? Schon gut. Ich schon gut. Mir wird schlecht. Ertrage es wie ein Mann. Glaub mir, es lohnt sich. Nun, Mephisto, wie geht es mit Faust voran? Richtig. Seit ich ihn verjüngt habe, entdeckt er endlich die weltlichen Freuden. Wie steht's um seine Magie? Hat sich enorm verbessert. Wir sind durch das ganze Reich gefahren und er hat seine Künste vor Fürsten und Kaisern vorgeführt. Es gefällt ihm, wenn ihn die Leute bestaunen. Seine hohen Forscherideale hat er schon längst vergessen. Aber meinst du, das ist Sünde genug, um deine Wette zu gewinnen? Wohl kaum. Aber wir sind ja noch in der Vorbereitungsphase. Mephisto! Du hörst, beste Lilith? Die Pflicht ruft. Was gibt's, Heinrich? Siehst du das Mädchen da? Die will ich haben. Oh, schlechte Wahl. Die kenne ich. Das ist so ein frommes, dummes Lämmchen, das jede Woche 2-mal zur Beichte läuft, obwohl es nichts zu beichten hat. Da ist nichts zu holen. Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Es geht hier nicht um meine Meinung. Nur habe ich keine Gewalt über sie. Ohne Sünde kann auch der Teufel nirgendwo ansetzen. Dann mache ich es eben selbst. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Nein, danke. Ich kann allein nach Hause gehen. Ich sag's doch. Verschwende deine Zeit nicht mit der Trockenpflaume. Du hast mir nicht zu sagen, wie ich meine Zeit zu verbringen habe. Na schön, ich werde mich mal umsehen, was ich tun kann. Aber das braucht Zeit. Wenn ich die Ruhe hätte, mir Zeit zu nehmen, dann bräuchte ich keinen Teufel, um mir ein Mädchen zu verführen. Du sprichst schon fast wie ein Franzose.
Und bist du dir sicher, dass er dir nicht gefolgt ist? Ja, Mutter. Ich bin extra einen Umweg gegangen. Ich weiß nicht, was los war, aber irgendwas war mit diesem Mann. Irgendwas Eigenartiges. Sieh dich nur vor, mein liebes Gretchen. Du weißt, wie die Männer sind. Denk nur an deinen Vater, diesen elenden Herumtreiber. Hätte dein seliger Großvater ihn nicht gezwungen, hätte er mich nicht einmal geheiratet. Aber selbst das konnte ihn nicht halten. Aber natürlich, Mutter. Es ist nur... Das ist er! Ach, was? Ja, bitte? Guten Tag, beste Frau. Ich bringe Nachricht von eurem Mann. Meinem Vater? Gerade habe ich von ihm gesprochen. Steckt er in Schwierigkeiten? Nicht mehr. Er ist tot. Gott hab ihn selig. Da habe ich meine Zweifel. Er ist in Padua begraben. Er hatte Bekanntschaft mit einer Dame dort gemacht, doch leider dann auch mit dem Degen ihres Mannes. Der Arme. Das sieht ihm ähnlich. Ich stand an seinem Sterbebett und er klagte, wie schlecht er an seiner Frau und Tochter gehandelt hatte. Das kann man wohl sagen. Darum bat er mich, ihnen wenigstens sein Erspartes zukommen zu lassen. Erspartes? Ja. Bevor er hier aufbrach, hinterließ er eine kleine bis mittlere Summe beim Stadtschreiber, auf das ihr im Falle seines Todes davon ein Requiem bezahlen könnt. Ja, genau. Geld für ein Requiem. Ihr werdet dem Stadtschreiber lediglich 2 Zeugen vom Tod ihres Mannes vorbringen müssen und schon gehört es euch. 2 Zeugen? Woher soll ich die denn hernehmen? Seid unbesorgt, gute Frau. Neben mir war noch ein guter Freund dabei, als euer Mann das Seitliche segnete. Wenn ihr uns ein Nachtquartier bietet, werden wir morgen gern für euch Zeugnis ablegen. Aber natürlich. Holt euren Freund, werter Herr. Unser Haus steht euch offen. Das höre ich gern. Komm, Heinrich. Wir haben ein Nachtlager gefunden. Guten Tag, meine Damen. Er ist das. Nun starre unsere werten Gäste nicht so an, Gretchen. Bereite ihnen die Betten. Na, habe ich das nicht gut gemacht? Eben noch wollte das Mädel keine paar Schritte mit dir gehen und jetzt übernachten wir schon bei ihr. Ach, ganz wohl ist mir dabei nicht. Was machen wir denn morgen, wenn wir beim Schreiber sind? Na, was wohl? Den Tod von dem alten Herumtreiber bezeugen. Aber wie kann ich das? Ich kenne ihn doch gar nicht. Ach, Heinrich, ist es denn die Welt, einen Meineid abzulegen? Es widerspricht meiner Philosophie. Und als Moralphilosoph verkehrst du mit dem Teufel, wie? Komm jetzt, glaub mir. Der Mann ist so tot, wie man nur sein kann. Du hast es nicht selbst gesehen, aber ich werde es ja wohl wissen, wann jemand im sündigen Lotterbett erdolcht wird, oder? Das ist auch wieder wahr. Sehr schön, Heinrich. Du machst Fortschritte. Was ist nur los mit mir? Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Dieser Herr Faust geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Sag doch, Heinrich. Ihr seid noch auf? Ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Ach, keineswegs, liebes Gretchen. Und mir scheint, du kannst auch nicht schlafen? Nein. Dann lass uns doch gemeinsam... Gretchen, Herr Faust, was tut ihr denn hier? Nichts, gar nichts, liebe Mutter. Ich konnte nur nicht schlafen. Ich bin auch aufgeregt, wegen morgen. Komm in die Küche. Ich mache uns noch einen Tee, der wird uns beruhigen. Ja, Mutter. Euch eine gute Nacht, Herr Faust. Ja, gute Nacht. Nun, wie läuft's? Gar nicht. Die Alte mag zwar auf das Geld aus sein, aber ihre Tochter lässt sie nicht aus den Augen. Nun, ich könnte euch Turteltauben etwas Zeit für euch allein verschaffen. Worauf wartest du dann noch? Auf deine Erlaubnis, bester Heinrich. Du ahnst ja sicher, dass ich da etwas dreckig tricksen werde. Ja, tu, was du willst. Meinen Segen hast du, aber mach schnell. Nur den wollte ich. So, der Tee ist fertig. Ja,
Jetzt lass ihn noch etwas abkühlen, dann können wir ihn trinken. Danke, Mutter. Ich gehe dann erst noch mal, naja, wohin eben. Bin gleich wieder da. Und du bleibst schön hier. Natürlich. Eure Mutter hält euch ganz schön kurz, Miss Brunnen. Ich habe euch gar nicht hereinkommen hören. Man muss leise sein, wenn man nicht von der Dame des Hauses gehört werden will. Leise oder einfallsreich. Was meint ihr? Ich will mich nicht einmischen, aber ich habe das Gefühl, ihr und mein Freund Heinrich würdet euch gern mal etwas allein unterhalten. Aber mein Herr... Kein Grund zu erröten. Ihr seid ein tugendhaftes Mädchen und Heinrich ist ein Ehrenmann. Eure Mutter hat keinen Grund, so misstrauisch zu sein. Nein, wohl nicht. Wenn ich euch einen Rat geben darf, tut ihr doch einfach ein paar Tropfen hiervon in den Tee und sie wird tief und fest schlafen, ohne euch zu stören. Wie könnt ihr so etwas vorschlagen? Denkt doch auch an sie. Glaubt ihr, es tut der Gesundheit ihrer armen alten Mutter gut, wenn sie um diese Zeit noch wach ist? Das stimmt. Gerade vor einem anstrengenden Tag wie morgen braucht sie etwas Schlaf. Mhm. Ihr habt recht. Seht ihr, einen guten Schluck hiervon in ihren Tee und es ist für uns alle das Beste. Aber macht schnell, sie kommt zurück. Ich muss weg. Es ist, wie er sagt, es ist für uns alle das Beste. Nur ein kleiner Schluck. Gretchen, hast du gerade mit wem geredet? Nur mit mir selbst. Aber komm, trink mir doch unseren Tee. Oh ja, der tut gut. Ich merke auch schon, wie ich müde werde. Ach, Heinrich, es ist nicht recht, was wir tun. Aber wieso denn? Lieben wir uns denn nicht? Aber, oder, wir kennen uns doch gar nicht. Mir ist, als würde ich dich schon ewig kennen. Oh, Heinrich, ich weiß doch überhaupt nichts von dir. Ich meine, wo kommst du her? Das ist doch nicht wichtig. Oder, wie hast du es zum Beispiel mit der Religion? Lass doch das Thema. Ich weiß, dass du ein kluger... und bestimmt auch guter Mensch bist, aber ich habe das Gefühl, du hältst nicht allzu viel davon. Das soll jeder halten, wie er will. Glaubst du denn zumindest an Gott? Das ist keine ganz einfache Frage. Wer kann sich schon anmaßen, hier mit Ja oder Nein zu antworten? Das kann man nur im Wissen, nicht im Glauben. Doch sobald man weiß, glaubt man dann noch? Du verwirrst mich. Dann solltest du besser nicht mit Mephisto darüber sprechen, denn der ist ein noch schlimmerer Gesprächspartner als ich. Wo du es sagst, irgendwie ist er mir nicht geheuer. So? Ich bin eigentlich allen Menschen gut, aber vor ihm fühle ich einfach ein heimliches Grauen. Er wirkt so kalt und spöttisch. Ah. Es muss auch solche Käuze geben. Wenn er mich nur ansieht, schaudert es mich. Gott verzeih, wenn ich ihm Unrecht tue, aber ich glaube, dass er noch nie einen Menschen geliebt hat. Du ahnungsvoller Engel, du. Aber sei dir gewiss, ich liebe dich dafür umso mehr. Oh, Heinrich. Schlaues Mädel, aber leider nicht schlau genug. Mir scheint, dein Plan geht gut voran. Sogar ausgezeichnet.
Wobei es mir jetzt keine so tolle Sünde scheint, so eine arme, dumme Gans zu verführen. Vor allem, weil dein Doktor ja wirklich was für sie empfindet. Die werde ich Ihnen schon vergessen lassen. Mutter. Oh, mir ist gar nicht gut. Hast du nicht gut geschlafen? Ich weiß nicht. Ich habe geschlafen wie ein Stein, aber ich fühle mich wie gerädert. Muss das Alter sein? Ja, genau. Dann setz dich doch etwas an den Herd, bis es dir besser geht. Ich bringe Heinrich, ich meine, unseren Gästen das Frühstück. Guten Morgen, die Damen. Oh, ihr seid schon auf? Ja, denn ich sage mir immer, wer schläft, der sündigt nicht. Was? Ich meine, wir sollten dann noch zeitig zum Schreiber und unser Zeugnis vom Tod des verehrten Gatten und Vaters ablegen. Denn wir müssen auch bald weiter. Was? Wie bitte? Würden die Damen uns kurz entschuldigen? Was soll das? Warum sollen wir weiter? Bist du gestern Nacht bei Gretchen zum Ziel gekommen oder nicht? Ja, doch. Na und? Dann glaub mir, solltest du gleich was Neues probieren, ehe du dich hier satt isst. Ich bin noch lange nicht satt von Gretchen. Dann kommen wir eben später wieder. Aber heute Abend müssen wir woanders hin. Weißt du das Datum nicht? Es ist Walpurgisnacht. Davon habe ich gehört. Da versammeln sich die Hexen aus aller Welt am Blocksberg. Irrlichter, Geister, Dämonen. Ich sag dir, das ist eine Schau, die du nicht verpassen willst. Danach kannst du ja weiter eure traute Zweisamkeit suchen. Also gut, also gut, also gut. Heute Abend gehen wir zum Blocksberg. Aber dann geht's wieder zu Gretchen. Wenn du sie dann noch willst. Das ist die gute alte Walpurgisnacht, wie ich sie kenne. Da hat es sich doch gelohnt, sich mal wieder in Schale zu werfen. Also, ich weiß nicht, ob ich mich an deinen Pferdefuß gewöhnen kann. Sieh ihn als Teil meiner Gala-Uniform. Mephisto, altes Haus. Und hey, der Herr Doktor, wir kennen uns doch auch. Ja. Hat mit uns wohl nicht so ganz geklappt, was? Aber egal. Heute wird gefeiert! Hallo, die Herren. Freut mich sehr, dass ihr auch da seid. Die Walpurgisnacht würde ich mir doch nicht entgehen lassen. Und der eifrige Forscher Heinrich doch wohl auch nicht, was? Es ist schon interessant hier. Und was genau machen wir jetzt? Einst hatte ich einen Wüstentraum. Da sah ich einen gespaltenen Baum. Der hat ein ungeheures Loch. So groß es war, gefiel es mir doch. Wie? Darum geht es hier? Darum geht es doch immer. Komm, lass uns feiern. So seltsam. Wie lange bin ich schon hier? Noch nicht lange genug. Wer bist du noch gleich? Wer immer du möchtest. Gefalle ich dir so besser? Gretchen, das... Aber das kann nicht sein. Nun entspann dich doch. Nein, 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 weg von mir. Du bist nicht Gretchen. Ich bin wer immer du bist. Mephisto! Mephisto! Wo steckst du? Schon zur Stelle. Was kann ich für dich tun? Mir sagen, was hier vorgeht. Wie lange bin ich schon hier? Nicht allzu lange. Gerade ein paar Wochen. Schwer zu sagen. Spottgeburt von Dreck und Feuer!
Du hattest gesagt, wir wären nur eine Nacht weg. Sind wir doch. Nur eben eine Nacht in unserem Reich, wo die Zeit etwas anders läuft. Verräterischer, nichtswürdiger Geist. Dann bring mich nun endlich zu Gretchen zurück. Sicher, der Kerker ist kein gutes Liebesnest. Was meinst du? Was habt ihr ihr angetan? Wir? Gar nichts. Es war die gute alte Justiz der Menschen, die sie wegen Muttermordes verurteilt hat. Muttermord? Damit sie sich ihrem Liebhaber Heinrich hingeben konnte, hat sie ihre arme Mutter vergiftet. Aber was sage ich dir das? Du gabst doch den Auftrag dazu. Das ist eine Lüge. Sicher? Du gabst mir freie Hand, sie euch aus dem Weg zu räumen. Aber doch nicht so. Meinen Segen hast du, waren deine Worte, als ich warnte, ich würde dreckig tricksen. Was erwartest du, wenn du so etwas zum Teufel sagst? Das konnte ich nicht wissen, du hast mich betrogen. Wieso? Du wusstest, wer ich bin. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vorm Schwindel nicht sicher. Ihr benutzt mich für eure miesen Spielchen. Ach, drangen wir uns dir auf oder du dich uns? Hund! Scheuliches Untier. Du wirst sie befreien. Geht nicht. Ich habe einen Pakt mit dem Kerkermeister. Während seines Dienstes entkommt da bestimmt niemand. Was kümmert mich das? Komm, uns fällt schon was ein. Viel kann ich wegen Urians Pakt nicht machen. Aber ich kann dir die Kerkerschlüssel besorgen und schnelle Pferde für die Flucht bereitstellen. Den Rest musst du selbst tun. Ja, schon gut. Nun bring mich zu ihr. Bringe mich zu Gretchens Kerker. Oh, Henk. Was kommst du schon in der Nacht mich zu holen? Kannst du es mir nicht einmal bis zum Morgen zu leben? Gretchen, ich bin es. Heinrich? Du hast mich nicht vergessen? Wie könnte ich das? Ich bin hier, dich zu retten. Weißt du denn, wen du da befreist? Ich bin eine Mörderin. Ich habe meine Mutter umgebracht. Du kannst nichts dafür. Sie schlief. Sie schlief so lange, damit wir zusammen sein konnten. Ach, es waren glückliche Zeiten. Aber zu welchem Preis? Nun komm, wir müssen los. Heinrich, etwas ist anders an dir. Ich spüre einen Zug an dir. Du klingst wie... Wo bleibt ihr so lange? Gleich macht der Kerkermeister seine Runde. Er ist auch da? Er hilft uns. Er ist es, den ich an dir spüre. Was hast du getan, Heinrich? Womit hast du dich eingelassen? Kommt endlich, oder ihr seid verloren. Er will mich. Heinrich, er darf mich nicht bekommen. Nein, ich will dich. Ich werde dich retten. Heinrich, mir graut's vor dir. Gretchen. Vater im Himmel, rette mich. Weib. Vater im Himmel. Rette mich! Deine Gericht unterwerfe ich mich! Ist die Wurst, geh rein! Was hast du getan? Sie ist tot. Im Morgengrauen wäre sie hingerichtet worden. Das hier war schneller und würdevoller. Aber jetzt komm! Ihr Geschrei wird die Wachen alarmiert haben. Lass mich. Du Narr, was bringt es, wenn du dich opferst? Es graute sie vor mir. Es graute sie vor mir. Es graute mein Gretchen vor mir. Vor mir! Was ist nun aus mir geworden? Derjenige, der ihren Platz auf dem Schafott einnimmt, wenn du jetzt nicht mitkommst. Dann soll es so sein.
Meinen besten Gruß dem hohen Herrn. Mephisto. Wie es scheint, ist eurer Unfehlbarkeit ein Fehler unterlaufen. Ihr habt versehentlich die Seele des Heinrich Faust an euch genommen. Ich weiß, aber das war kein Versehen. Ich weiß, mit so einer ganzen Schöpfung hat man viel im Kopf, aber habt ihr etwa unsere Wette vergessen? Wir haben nie gewettet. Du hast gewettet und nicht einmal meine Antwort abgewartet. Das ist eine Spitzfindigkeit, die man eher von mir als von euch erwarten sollte. Alle Achtung, Herr der Himmel. Ihr habt es faustdick hinter den Ohren. Wenn du meinst. Aber dennoch fürchte ich, liegt ihr falsch. Faust und ich haben einen Pakt geschlossen. Richtig. Den du nicht erfüllt hast. Oder war er zufrieden, wie du es ihm versprochen hast? Er hat sich am Ende dem Henker übereignet, weil er nicht mehr ertrug, was du aus ihm gemacht hattest. Dann vergessen wir aber nicht seine Sünden. Was ist mit Gretchen? Als das Richtschwert ihn zu mir sandte, wartete sie schon auf mich und bat um seine Erlösung. Ich habe sie gewährt. Das könnt ihr doch nicht einfach machen. Ach nein? Hast du die Sache mit der Allmacht vergessen? Es irrt der Mensch, solange er streibt. Aber solange er sich bemüht, kann er erlöst werden. Heinrich strebte, Heinrich irrte. Doch am Ende war sein Herz von Liebe erfüllt. Und mit Liebe ward er hier oben erwartet. Habt ihr mir schön eingeschenkt. Du kannst ja vor dem jüngsten Gericht Berufung einlegen. Wartet nur. Ich denk mir schon was aus. Bis jetzt war ich sportlich. Aber nun ist es persönlich. Für diese Nummer wird eure ganze schöne Schöpfung büßen. Seid ihr nicht Herr Wagner? Wer bin ich? Kennen wir uns? Nur indirekt. Ich bin ein Freund Ihres Meisters. Ach, Dr. Faust? Er ist ja so plötzlich verschwunden. Wisst ihr, wo er hin ist? Oh ja, er ist in die Ferne gezogen, um die Tierwelt Asiens zu katalogisieren. Höchst interessant. Wäre aber nichts für mich. Ja, ich sag auch immer, wir sollten erst mal die kleinen Dinge um uns herum erforschen, ehe wir die Fremde erkunden. Sagt, kennt ihr die Lehre vom Atomos? Dem kleinsten unteilbaren Teil? Ja, natürlich. Wisst ihr, ich wette, man könnte es doch irgendwie teilen. Erlaubt, dass ich es näher erläutere? Aber gern doch. Möchtet ihr nicht mit in mein Labor kommen? Mit Vergnügen. Sagt, wollt ihr euch nicht meinen Versuchen anschließen? Ich glaube, zusammen können wir Unglaubliches erreichen. Oder, um es mit einem kleinen Reim zu sagen, teilen wir flugs den Atomos. Die Mühe ist klein, der Knall dann groß. Wow. Starker Tobak. Starker Tobak. Geiles. Absolut geiles Hörspiel. Ich musste an mehreren Stellen musste ich lachen, an mehreren Stellen musste ich schmunzeln und jetzt zum Ende die Anspielung auf die Atombombe. Ah, ist, also, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut in dem Kanal von David Holy vorbei. Die Hörspiele sind extrem gut und sie machen mega Spaß, einfach zuzuhören. Ich hoffe, euch hat das kleine Gameplay und das kleine
Hörspiel von David Holey gefallen. Mir hat's mega gefallen. Echt starker Tobak, musste ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, so die kleinen Anspielungen, die da waren, echt heftig. Also ich musste sehr, an mehreren Momenten musste ich wirklich schmunzeln, an mehreren Momenten musste ich herzhaft lachen. Und ich danke David Holey wirklich für dieses Hörspiel und für die ganzen anderen, die er natürlich hochlädt und die er mehr oder weniger, das muss man immer dazu sagen, auch die ganzen Hörspiele, die er nicht hochgeladen hat, alle, die er veröffentlicht hat. Ich bin, wie gesagt, sehr großer Fan von ihm, bin nicht nur auf YouTube bei ihm aktiv, sondern auch auf allen anderen Plattformen, wo er irgendwo aktiv ist, beziehungsweise habe auch mehrere Hörspiele von ihm schon gekauft. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich werde jetzt weiterfahren, weil ich natürlich noch um einiges mehr Materialien brauche, weil ich bin dabei, meine Schwerter aufzuwerten, dabei meine Rüstungsteile aufzuwerten oder eher gesagt meine Waffen aufzuwerten und so weiter und so fort. Das wird sich noch hinziehen und das wird auch noch extrem lange dauern. Leute, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.